Guten Tag, mein Name ist Claudia Daniel. Ich arbeite seit 19 Jahren im Bereich Schädlingsbekämpfung am Fiebel. Schädlingsbekämpfung, das klingt jetzt so negativ, destruktiv. In diesem Video möchte ich euch zeigen, dass Schädlingsbekämpfung im Bioanbau mehr ist als einfach Insekten töten. Es geht darum, widerstandsfähige, stabile Anbausysteme zu schaffen und Schädlingsbefall vorzubeugen. In diesem Video möchte ich vor allen Dingen auch auf die Wissenslücken und die blinden Flecken eingehen, um zu zeigen, wo wir in Zukunft die Forschung noch intensivieren müssten, damit wir wirklich zu stabilen Anbausystemen kommen. Zur Illustration der Pflanzenschutzstrategie im Bioanbau gibt es seit mehr als 15 Jahren diese Pflanzenschutzpyramide hier. Sie stellt sozusagen das Idealbild dar. Leider sind wir davon noch relativ weit entfernt, das Idealbild zu erreichen. Als Grundlage hier in der Pyramide stehen Naturschutz und Nachhaltigkeit. Das ist sozusagen die Basis des Pflanzenschutzes. Auch der Bauer profitiert davon, von einer intakten Natur, denn in vielfältigen Landschaften können sich Gegenspieler von Schädlingen viel besser halten. Dazu gibt es zahlreiche wissenschaftliche Artikel. Für den Rapsglanzkäfer ist es zum Beispiel sehr gut belegt, dass er in vielfältigen Landschaften mehr parasitiert wird und entsprechend weniger Schäden verursacht. Als nächster Schritt steht hier in der Pyramide die Anbautechnik. Das umfasst Maßnahmen wie Sortenwahl, Standortwahl und alle Kulturtechniken, die der Produzent in seinen Kulturen so einsetzt. Und bei diesem Schritt möchte ich jetzt noch etwas länger verweilen, denn da bieten sich vielfältige Möglichkeiten, um auch Insektenbefall vorzubeugen. Das hier zum Beispiel ist die mehlige Apfelblattlaus. Sie befällt die Bäume normalerweise im Frühjahr und die Saugtätigkeit dieser Läuse führt zu verkrüppelten Früchten. Die mehlige Apfelblattlaus legt ihre Eier am liebsten hier im Zentrum des Baumes ab. Und das ist jetzt das Problem, denn das liegt genau an der Ameisenautobahn. Die Ameisen laufen den Baum hoch und runter, um von den Blattläusen den Honigtau zu sammeln. Und gleichzeitig verschleppen sie die Blattläuse damit im Baum. Wenn man jetzt einen anderen Baumschnitt anwenden würde, zum Beispiel wurde in den letzten Jahren von der INRA ein neues System entwickelt zur Baumerziehung, Zentrifugal Pruning nennt sich das. Da wird im Inneren des Baumes, im Inneren der Krone ein Lichtschacht geschaffen, dass Licht und Luft besser eindringen kann. Das eigentlich war das Ziel, dass die Früchte besser ausgefärbt sind im Inneren der Krone. Aber dieses System hat den positiven Nebeneffekt, dass es im Inneren der Krone keine Blattknospen mehr gibt. Das heißt, die Blattläuse müssen ihre Eier jetzt weiter außen ablegen. Das hat natürlich für die Läuse und für die Ameisen den Nachteil, dass das nicht mehr an der Ameisenautobahn liegt. Die Ameisen können also die Läuse viel weniger effizient beschützen. Die Ameisen können die Läuse viel weniger gut im Baum verteilen. Und das verschiebt das ganze Gleichgewicht ein klein wenig zu Ungunsten der Läuse. Und das kann für den Pflanzenschutz schon einen großen Einfluss haben. Mit diesem Beispiel wollte ich zeigen, dass in der Forschung die verschiedenen Fachgebiete viel enger zusammenarbeiten müssen, um ein resilientes, widerstandsfähiges Anbausystem zu schaffen. In der Pyramide steht hier bei Anbautechnik außerdem die Sortenwahl. Wenn man Sortenwahl hört, denkt man immer, ja, resistente Sorten. Aber auch bei der Sortenwahl gibt es viel mehr, was man beachten müsste. Zum Beispiel gibt es Untersuchungen, dass die Blatthaare auf den Apfelblättern einen enormen Einfluss haben, ob und wie gut sich Raubmilben fortbewegen können. Und das wiederum hat natürlich einen entscheidenden Einfluss auf den Jagderfolg der Raubmilben. Das heißt, auch kleine Faktoren wie Blatthaare auf Äpfeln können das ganze Gleichgewicht so ein klitzeklein bisschen verschieben zugunsten der Nützlinge, zu Ungunsten der Schädlinge. Noch ein Beispiel aus dem Ackerbau. Der Rapsglanzkäfer, der fliegt im Frühjahr in die Felder ein und dann geht praktisch ein Wettlauf los. Solange die Knospen noch geschlossen sind, muss der Rapsglanzkäfer auf der Suche nach Pollen die Knospen aufbeißen und verursacht dabei ziemlich große Schäden. Sobald aber die ersten Blüten offen sind, ist der Pollen frei zugänglich und der Käfer verursacht praktisch keinen Schaden mehr durch seinen Fraß. Das heißt, im Frühjahr haben wir den permanenten Wettlauf, wer ist schneller, Käfer oder Pflanze. Und auch da bietet sich natürlich jede Menge Spielraum für anbautechnische Maßnahmen. Einerseits kann man eine frühblühende Rapssorte wählen und andererseits brauchen aber auch die frühblühenden Rapssorten genügend Stickstoff, damit sie im Frühjahr treiben und blühen können. Und da genau liegt die große Schwierigkeit im Bioanbau. Im Bioanbau ist es nicht erlaubt, mineralischen Dünger zu verwenden, sondern man muss organischen Dünger verwenden. Und der organische Dünger muss erst von Bodenmikroorganismen aufgeschlossen werden, bevor die Pflanze ihn aufnehmen kann. Häufig ist es im Frühjahr so, dass der Boden entweder zu nass oder zu kalt ist, sodass die Mikroorganismen nicht genügend gut arbeiten und dass der Stickstoff also nicht verfügbar ist. Der Bauer kann da noch so viel düngen, wie er will, die Pflanze kommt da einfach nicht ran. Wie kann man das Problem jetzt lösen?
Einerseits könnte man Schweinegülle verwenden oder Kompostpresswasser, das hat schnell verfügbaren Stickstoff drin. Aber da hat man wieder das Problem, dass das relativ leicht zur Stickstoffauswaschung führt. Das ist also auch nicht die ökologischste Lösung. Eine bessere Lösung wäre, eine Pflanze zu züchten, die im Herbst extrem viel Stickstoff in den Wurzeln aufnimmt und dann aus den Wurzeln raus im Frühjahr treiben kann. Wenn man die Rapspflanze anschaut, dann sieht man, dass die von Natur aus eine relativ starke, dicke Wurzel hat. Die Wurzel ist also durchaus als Speicherorgan angelegt. Und wenn man einfach in der Züchtung ein bisschen drauf selektieren könnte, dass man Pflanzen auswählt, die eben aus der Wurzel treiben können, hätte man zwei Probleme auf einmal gelöst, nämlich den Rapsglanzkäfer und die Stickstoffauswaschung. Mit diesen Beispielen wollte ich euch zeigen, dass in der Anbautechnik auch enorm viel Potenzial für den Pflanzenschutz liegt und dass wir dieses Potenzial bisher noch viel zu wenig nutzen. Als nächster Schritt hier in der Pyramide steht funktionelle Biodiversität. Funktionelle Biodiversität heißt, dass es eine Funktion für den Bauern haben muss. Das heißt, man fördert in der Landschaft gezielt natürlich vorhandene Gegenspieler, zum Beispiel Parasitoiden von gewissen Schädlingen. Dazu laufen am Fiebel verschiedene Versuche im Apfelanbau, im Kirschenanbau, im Kohlanbau. Als Beispiel möchte ich hier die Resultate aus dem Kohlanbau zeigen. Mein Kollege Henrik Luca hat untersucht, wie sich Buntbrachen am Feldrand auf Parasitoiden und Schädlinge im Kohlfeld auswirken. Dabei hat er als erstes festgestellt, dass die Parasitoiden ganz bestimmte Ansprüche an die Nektarqualität und Nektarzugänglichkeit von Blühpflanzen haben. Und die Buntbrachen waren häufig zu unspezifisch, deshalb hat er maßgeschneiderte Blühstreifen am Feldrand entwickelt. Weiterhin hat er festgestellt, dass die Parasitoiden häufig nicht vom Blühstreifen ins Feld wandern, sondern viel lieber im Blühstreifen bleiben. Er hat sich also überlegt, was man tun kann, um die Parasitoiden vom Blühstreifen gezielt ins Feld zu locken. Und da sind natürlich Beipflanzen im Feld eine Möglichkeit. Wir haben im Labor verschiedene Beipflanzen verglichen auf ihre Lockwirkung, auf ihre Nektarqualität und schließlich hatten wir die Kornblume als ideale Beipflanze identifiziert. Ein weiteres Beispiel ist unsere pestizidfreie Apfelproduktion. Wir haben hier im Frick im Jahr 2006 eine 1 Hektar große Apfelanlage gepflanzt, wo wir alle erdenklichen systemstabilisierenden Maßnahmen kombiniert haben. Das heißt, wir hatten Zentrifugelpruning bei den Bäumen, wir hatten Blühstreifen, wir hatten Hecken, wir hatten Nistkästen, wir hatten Steinhaufen. Alles, was man weiß, kombiniert in einer Anlage und wir haben versucht, die Anlage pestizidfrei zu bewirtschaften. Wir haben über mehrere Jahre jedes Insekt gezählt, die ganzen Zusammenhänge studiert und ganz viel erfreuliche Resultate erhalten. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass Frostspanner und Blattläuse sich damit gut regulieren lassen. Und am Ende sind wir grandios gescheitert. Oder um es positiv auszudrücken, wir hatten vielfältige Gelegenheit, um neue Erfahrungen zu sammeln. Als erstes haben wir gesehen, dass durch den völligen Pestizidverzicht vor allen Dingen die Regenflecken, das sind schwärzliche Belege auf den Äpfeln, sich stark ausgebreitet haben und die Früchte deswegen nicht mehr vermarktbar waren. Dann hatten wir leider das Pech, dass es hier am Standort Frick etwa im sechsten Versuchsjahr zu einem Schorfdurchbruch kam. Das heißt, die schorfresistenten Apfelsorten, die wir gepflanzt hatten, wurden auf einmal anfällig gegenüber dem neuen Schorfstamm. Und wir standen vor der Entscheidung, entweder die Anlage eingehen lassen oder doch zu spritzen. Wir haben uns dann entschieden zu spritzen, und zwar mit Schwefel, Tonerde und Backpulver, also Kaliumbicarbonat, um den Schorfpilz zu regulieren. Die Spritzung hatten den positiven Effekt, dass das Regenfleckenproblem gelöst war. Allerdings gab es auch einige negative Effekte. Was wir vor allem gesehen haben, war ein drastischer Einbruch der Spinnenpopulation. Und Spinnen, das wissen wir aus den Versuchen, sind extrem wichtig, um die rückfliegenden Blattläuse im Herbst abzufangen. Direkte Pflanzenschutzmittel können also das System destabilisieren. Die Ursachen dafür müssen wir noch im Detail klären. Dabei werden wir uns aber nicht nur die Pflanzenschutzmittel selber, sondern auch die Applikationstechnik anschauen. Und damit bin ich schon bei den letzten zwei Stufen der Pyramide. Hier haben wir zuerst Biocontrol. Biocontrol heißt der Einsatz von lebenden Organismen zur direkten Schädlingsbekämpfung und darüber alle anderen direkten Maßnahmen wie Einsatz von Bioinsektiziden, Netze, Pheromone und so weiter. Biocontrol steht hier eine Stufe tiefer in der Pyramide, weil es meist, nicht immer zwar, aber meist den Vorteil hat, dass es besser ins System passt und das System weniger destabilisiert. Und das möchte ich jetzt gerne an einem Beispiel ausführen. Das ist der Apfelwickler, den kennen Sie sicher alle. Der macht die dicken Würmer in den Äpfeln. Den könnte man gut mit Spinosad bekämpfen. Spinosad ist ein Fermentationsprodukt von dem Bodenpilz und daher natürlichen Ursprungs und im Bioanbau zugelassen. Es hat aber den Nachteil, dass es Nebenwirkungen auf Parasitoiden hat. Wenn man Spinosad jetzt zur Apfelwicklerbekämpfung einsetzt, tötet man also die Parasitoiden der Blutlaus ab.
Das ist die Blutlaus. Und wenn der Parasitoid fehlt, kann sich die Blutlaus entsprechend ungehindert vermehren. Und dann steht der Biobauer vor einem großen Problem, denn im Bioanbau haben wir keine Mittel, die gegen die Blutlaus wirksam sind. Das heißt, der Biobauer ist also zwingend darauf angewiesen, seine Parasitoiden zu schützen. Und das kann er machen, indem er statt Spinosaat, was sich in der obersten Stufe der Pyramide einordnet, auf den Biokontrollorganismus zurückgreift, nämlich den Granulosevirus gegen den Apfelwickler, der als Biokontroll eine Stufe tiefer eingeordnet ist und besser ins System passt. Granuloseviren sind Krankheitserreger vom Apfelwickler, die sind sehr selektiv, die haben keine Nebenwirkung auf andere Organismen. Auch wenn der Granulosevirus-Einsatz durch die wiederholten Spritzungen deutlich aufwendiger ist als die Spinosaat-Behandlung, unterm Strich lohnt es sich für den Produzenten dennoch, denn wiederholt Granulosevirus-Spritzen ist deutlich effizienter als Spinosaat-Spritzen und danach sehr viel Zeit in die manuelle Blutlauskolonie-Entfernung zu investieren. Verbunden mit diesem Beispiel ist auch eine gewisse Kritik an den Schadschwellenmodellen. Meist betrachten die Schadschwellenmodelle eben nur einen Schädling und schlagen dann eine Behandlung vor. Mögliche Kollateralschäden, dadurch auftretende andere Folgeschädlinge, werden durch die Schadschwellenmodelle jedoch meist außer Acht gelassen. Auf den beiden obersten Stufen der Pyramide ist also noch viel vor.